Es gibt drei wichtige Wege. Das erste geht übers Mikrobiom. Das ist heute die moderne Art, wie viele Mechanismen dargestellt werden. Vieles kennt man im Detail nicht, aber man weiß, dass die Zusammensetzung der Bakterien im Darm ein wichtiger Faktor ist. Der zweite Weg geht über DNA-Schäden. Also das heißt, die Erbsubstanz kann geschädigt werden durch gewisse Nahrungsmittel. Und der dritte Weg, der geht über die Immunität. Also das heißt, Entzündungszellen, die von guter Ernährung entsprechend stimuliert werden und vor Krebs schützen können. Wir haben hier in erster Linie Fleisch, und zwar muss man auch unterscheiden, es gibt das sogenannte prozessierte Fleisch, also das ist Aufschnitt, das sind Würste. Hier hat es viele Schwefelverbindungen und wir wissen auch, dass die entsprechende bakterielle, vielleicht ungünstige Zusammensetzung aus diesen Schwefelverbindungen H2S macht. Das ist das, was bei den Gasen wie faule Eier stinkt. Dieses H2S kann die Zellen schädigen und zu Tumoren führen. Eine weitere Gruppe kann zum Beispiel auch die Tomaten per se sein. Tomaten in Rohkost. Ich denke, ich sehe hier vor allem die großen Tomaten. Auch diese können zum Beispiel die Immunantwort in dem Sinne schwächen, dass daraus dann Tumoren entstehen könnten. Eine dritte wichtige Gruppe sind gezuckerte Getränke. Ich denke hier am häufigsten an solche Energy Drinks. Die sind sehr Mode, vor allem bei jüngeren Leuten. Hier führt eigentlich die Zusammensetzung mit Fructosegehalt zu einer entsprechend ungünstigen metabolischen Situation mit hohen Insulinspiegeln, und das wiederum fördert Wachstum von Tumorzellen. Wenn man beispielsweise beim Darmkrebs die Häufung anschaut, dann stellt man fest, dass in westlichen Ländern eine höhere Inzidenz, also ein höheres Auftreten von Darmkrebs der Fall ist, wie in asiatischen Ländern oder Ländern in Afrika. Das wird auf Ernährungsunterschiede zurückgeführt. Häufig gehört beispielsweise zur westlichen Ernährung Junkfood dazu. Das ist wiederum vorbereitetes Fleisch, hoher Fettgehalt. Das findet sich in den anderen Kulturen weniger. Kürzlich wurde eine Studie publiziert vor wenigen Monaten, die zeigt, dass sogenannte antiinflammatorische Ernährung sich günstig auswirken kann auf das Entstehen von Darmkrebs. Also beispielsweise sind das sogenannte Green Vegetables. Das sind Blätter, Gemüse, Salat, Brokkoli, das gehört eigentlich in diese Gruppe. Dann eine weitere Gruppe sind die Yellow Vegetables, das sind Gemüsearten, die vor allem Carotinoide enthalten. Hier gibt es zu erwähnen Kürbis, Karotten oder Peperoni. Und ein sehr wichtiger Faktor ist auch Rotwein. Rotwein reduziert das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, gleich wie Kaffee. Hier gibt es vielleicht noch zu erwähnen, dass das nicht unbedingt der Alkoholgehalt im Rotwein ist, sondern dass eben diese Farbstoffe,
die den Rotwein färben, wahrscheinlich dafür verantwortlich sind. Die ideale Ernährung, welche das Risiko an einem Krebs oder Darmkrebs zu erkranken reduziert, könnte so aussehen, wie das unsere südlichen Nachbarn machen. Also diese sogenannte mediterrane Diät, hier fallen mir vor allem Sugo auf. Sugo wird hergestellt aus Tomatenkonzentrat, also die Tomaten werden lange eingekocht und aus dem gibt es schützende Beta-Carotine, die dafür verantwortlich sind. Ein weiterer Faktor wäre dann auch das Gemüse, also diese sogenannten gelben Vegetables, also diese Yellow Vegetables, Kürbissuppe beispielsweise, Peperoni, Karotten, das kann man andünsten, also zum Beispiel auch im Sugo. Und nicht zu vergessen Kaffee. Dort gibt es eigentlich gegen oben nicht unbedingt eine Grenze. Also man weiß, je mehr Kaffee man trinkt, desto größer ist der schützende Effekt.